Ah, genau. Das Brot nehme ich auch nachher mit, keine Sorge. So, und war. Nee. Oh Gott, habe ich schon so lange keine Rüstung mehr gecraftet. Das war doch. Ah ja. So. 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 Ziehen wir das erstmal an. So, da. So, können wir wegschmeißen. Und die Schuhe brauchen wir so da. So, Hose und Helm braucht man noch. Ja, komm, so. So. Okay, das war der Helm. Ich wollte eigentlich gerade die Hose machen. Dafür reicht's gar nicht mehr, wa? Davon abgesehen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie die ging. Na, okay. Eisen reicht gar nicht. Was jetzt irgendwie schade ist. Weil ausgerechnet eine Hose haben wir noch nicht. Naja, vielleicht findet man noch irgendwo Eisen. Huch. Hier drin wohl nicht. Ist das hier ein Restaurant oder so? Also, na, nicht wirklich. Ach so, das ist ein Quartier mit Balkon. Okay. Ja, gucken wir alle mal doppelt durch. Oh, sogar mit kleinem Garten. So lässt sich doch leben. Oh. Ich denke mal, das hier ist der Ausgang der Stadt. Aber, was haben wir hier? Kramos-Tempel betreten, verboten. Guten Tag. Ja, gut, da gehen wir wirklich erst rein, wenn wir es müssen. Es sei denn, wir werden aus der Stadt rausgelotst, dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir jetzt mal zur Plattform und sind gespannt, was es da gibt. Grabung 3, Einsturzgefahr. Grabung 4. So. Kein Platz mehr für Sticks. Grabung 5. Okay, also da hinten müssen wir hin. Glaube ich. Oder muss man zu den Knochenfeldern? Gar kein Spawner drin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich werde aber jetzt erstmal hier noch alles abchecken. So. Warum gucke ich hier zweimal rein? So. Hier noch ein. Man sucht hier immer nach Easter Eggs, ne? Alles klar.
Gut. Dann weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich hier oder da lang muss. Ich denke mal zum Tempel. Klingt richtig. Na. Treten auf eigene Gefahr. Schon klar. So. Huch. Sehr freundlich. Aua. Blöder Zombie. So. Okay. Erfahrungspunkte. So. Autsch. Was bist du denn für ein blödes Skelett, ey? Wow! So. Machen wir das erstmal so. So. Zack. Oh. So, Moment. Ah. So. Alles klar, hätten wir das schon mal geregelt? Kämpft ihr gegeneinander? Gut. Wer gewinnt? Das war dein Preis. Oh. Brot. Ja, war das? Na, komm. Sortieren wir erstmal ein bisschen um. Stopp. Los, komm. Komm, stopp. So. Und dahin. Hängen wir hier noch was rein. So. Jetzt könnten jetzt zwar noch von oben kommen, aber das ist mir relativ Schnuppe. Das ist halt minimiert. So. So. Nix ist. So. Mann. So.
Ui. Oh. Das war nicht so ganz das Ziel. Moment. So. Na. Hör auf, mich zu nerven, blödes Skelett. Wow. Das war nicht gut. So. Schnell wieder zurück, um meine Ausrüstung zurückzuholen. Hüp. Aber wir haben ja schon ganz schön ein Stück geschafft. Immerhin. Ah, diese blöden Treppen. Wie wär's mit einem Lift, Leute? Ihr seid Archäologen. Ihr seid dafür da, um alte Sachen zu bergen. Und wollt ihr das wirklich jedes Mal hier hochtragen, wenn ihr zum Beispiel so ein ganzes Dinosaurier-Skelett findet oder so? Kann doch sein. Hier unten im ganzen Sand. Sau effektiv. So. Irgendwie komme ich hier verarscht vor. So. Natürlich nichts von dem eingesammelt, was ich eigentlich haben wollte. Das braucht man nicht. Das ziehen wir an. Das ziehen wir auch an. Das auch. So. Diamantschwert rüsten wir aus. Haben jetzt die Facken dickse, dicke. So. So. Das ziehen wir hier rüber. So, liegt da noch irgendwas Wertvolles? Nö. Okay. Ich höre einen Enderman. Ist nie gut so für die Map und so. So ein Enderman. So, was haben wir denn hier? Ein Schacht und ja, der vorletzte Gegenstand für meinen Keller. Werf ihn in den Schacht, so wie beim letzten Mal. Wie versprochen erzähle ich dir mehr über den Kristall. Der Kristall hat, bevor ich ihn verändert habe, die Energie aus unserer Welt gezogen und damit die Portale offen gehalten. Nachdem der Kristall verändert wurde, zapft er die Energie aus der Welt hinter den Portalen an. Und das hat ein paar kleine Nebenwirkungen. Aber dazu später mehr. Okay, der letzte Gegenstand, den du mir besorgen sollst, befindet sich in einem Höhlensystem unten bei den Knochenfeldern. Der Kopf zeigt den Eingang. Okay. So. Der besagte Schacht. Was will der jetzt überhaupt haben? Der goldene Altar. Das heilige Kramos. Ach, des heiligen Kramos. Und das soll wahrscheinlich Altar heißen. Ach, da ist der Gegenstand. Eine Truhe willst du. Hätte ich doch craften können, Junge. Na gut, hier. Hier. Geht doch. So. Kommen wir denn hier aus? Oh. Knöpfchen. Ah, okay. Braucht man das also auch nicht mehr checken. Das ist kein Easter Egg, das ist so gedacht.
Alles klar, dann jetzt auf zu den Knochenfeldern. Ja, ich bin doch richtig. Kopf zeigt den Eingang, wahrscheinlich sein Skelett, und dann in die Richtung laufen, wo der Kopf hindeutet. So. Dann mal los. Ach ja, so eine Kletterpartie. So. Hallo Kopf. Danke Köpfchen. Ich denk mal, einfach hier hochspringen. Huch! Autsch! Du hast sie gefunden, die Ruinen des Kramors, Jahrhunderte, Tempel, der seit Jahrhunderten, die Ruinen des Kramors-Tempels, der seit Jahrhunderten verschüttet war. Okay, so. Jetzt haben wir es auch richtig vorgelesen. Was haben wir hier? Sieht wie ein alter Aufstieg aus. Ja. Und jetzt? So. Egal. Behandeln wir das einfach mal wie üblich. Haha, kann sich nicht verstecken. Ah, gar nichts Tolles drin. Tach. Ich hasse es, seit die sich teleportieren können. Man weiß nie, wo die wieder auftauchen. Ich denke mal, da muss ich aber durch. Ich werde erstmal den Aufstieg überprüfen. So. Und gucken, wo ich dann auskomme. Huch. Ah, okay. Ist eigentlich nur ein Weg raus. Hier hätte ich auch gar nicht hinspringen können. So. Los geht's. Stirb doch. So. Das war gemein, ne Zombie. So. So. Na komm, wir haben wirklich genug zu essen. Guten Tag. Das sieht verdächtig aus. Oder auch nicht. So. So, was haben wir hier noch? Nichts Besonderes.
auch nicht. Gut, dann runter. So. Die Grabkammerpyramide des heiligen Kramers. Minecraft-Gott. So. Geschafft. So. Kramos war ein mächtiger Gott. Emtarus' erste Bewohner bauten diesen Tempel für ihn. In einem Kampf gegen den Höllengott Herardon wurde sein Körper in zwei Hälften geteilt und die Welt verändert. Oberkörper, Unterleib. Igitt. Ja, was soll ich jetzt hiermit? Naja, gut. Keine Ahnung, was ich damit soll. Vielleicht habe ich jetzt gerade nur ein Easter Egg gefunden. Naja, gut. Wie dem auch sei, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.